zu Radio MTT. Ich hatte versprochen, es geht in den Untergrund. Wir sind hier am Wittenbergplatz. Das ist das Zentrum des Westens, des alten Westens. Und ja, Untergrund steht da dran. Und da gehen wir jetzt hin. Eröffnet 1913. Also schon im Kaiserreich bekannte man sich zum Untergrund. Der Schwede Alfred Grenander war der Architekt. Eine Mischung aus Jugendstil und Klassizismus. Bis Anfang der 30er Jahre entwarf er 70 U-Bahnhöfe. Öffentliche Infrastruktur im Kaiserreich hatte opulent zu sein. Bestes Material, bestes Handwerk, für die Ewigkeit gedacht. Grenanders Bahnhöfe aus republikanischer Zeit waren schlichter. Weiter auf der Linie 3, Bahnhof Heidelberger Platz, auch 1913 eröffnet. Wilhelm Leitgebel war der Architekt. Fledermäuse, Frösche, sogar Ratten werden den Passagieren im Untergrund präsentiert, um zu den Ausgängen hin versöhnlich mit Girlanden zu prunken. Technikschrank von 1913 mit Videoüberwachung von 1990. Eine Kathedrale des ÖPNV. Wieder einige Stationen zurück. Fährberliner Platz, ebenfalls 1913 von Wilhelm Leitgebel. Hier geht es abwärts zur 1971 eröffneten Linie 7. Architekt war Rainer Rümmler, der bis 1996 knapp 50 U-Bahnhöfe entwarf. Auch dieser Bahnhof ist mittlerweile ein Baudenkmal. Kaiserreich trifft Popkultur, die in den 70ern an vielen Orten im Städtchen West-Berlin sichtbar wurde. Das eigentliche Original aber ist der U-Bahnhof Schlossstraße auf der Linie 9. Und der ist noch in miserablem Zustand. Seit 2017 steht auch er unter Denkmalschutz, der hier viel zu tun haben wird. Mit der Planung für diesen U-Bahnhof wurden 1967 die jungen Architekten Ursulina Witte und Ralf Schüler von West-Berlins Bausenator Rolf Schwedler direkt beauftragt. Als sie diesen Auftrag in der Tasche hatten, heirateten sie erst einmal. 1968 wurde geplant, das heißt, dass dieser U-Bahnhof, der schließlich 1974 eröffnet wurde, tatsächlich ein Bauwerk mit Ideen von 68 ist. 1968, was war das für ein Jahr? Der Krieg in Vietnam eskaliert. Am 1. Februar 68 erschießt der Polizeichef von Saigon einen vermeintlichen Vietcong-Kämpfer. Sie kennen das Bild. Auf offener Straße und er lässt sich dabei auch noch fotografieren. Ich möchte Ihnen das gar nicht näher zeigen. Es ist eine Ikone. Am 11. April wird Rudi Dutschke auf dem Kurfürstendamm vom heute, würde man sagen, Rechtspopulisten Josef Bachmann mit 3 Schüssen lebensgefährlich verletzt. Am 21. August geht mit dem Einmarsch von Warschauer Pakttruppen der Prager Frühling zu Ende, der einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz bringen sollte. Am 4. November geriet ich dann selbst auf dem Tegeler Weg zwischen diese Polizeipferde. Tausende demonstrierten gegen ein drohendes Berufsverbot des Rechtsanwalts Horst Mahler, nachdem der Springer Verlag Mahler auf Schadensersatz infolge der gewalttätigen Demonstrationen nach dem Dutschke-Attentat verklagt hatte. Wie man sich irren kann, Horst Mahler mittlerweile ein Rechtsradikaler. Ich war damals 15, das sind die harten Fakten von 68 und auch die haben mich geprägt. Subtiler und langfristiger wirken kulturelle Ereignisse. Zum Beispiel Stanley Kubricks Film 2001, Odyssee im Weltenraum. Achten Sie mal auf die Farbe Orange des Raumanzugs.
Orange kommt groß raus in jenem Jahr. Und Orange ist der Farbcode der U-Bahn-Linie 9. Ein Hit des Jahres, Hey Jude von den Beatles, Typografie in Orange. Ende 68 konnte ich dann in der Akademie der Künste eine Aufführung von Paradise Now des Living Theatre mit Julian Beck sehen. Die Erschießungsszene aus Saigon vom Februar wurde von den nackten Schauspielern immer wieder nachgestellt, bis alle am Boden lagen, sich keiner mehr rührte. Und schon 1969 war Kubricks Weltraumepos Realität geworden: Menschen auf dem Mond. Der Schritt von der Theorie zur Praxis erschien müheloser. So hat man auch mehr aus dem Bauch heraus gehandelt, auch in der Architektur. 1968 sehe ich in dieser U-Bahn-Station, die nur ein Teil des Verkehrsbauwerksensembles von Ursulina Witte und Ralf Schüler ist. Über dem Untergrund gibt es hier Geschäfte. Über den Geschäften eine Autobahnbrücke. Und neben der Brücke das eigentümlichste Bauwerk Berlins. Der sogenannte Bierpinsel, einen offiziellen Namen kenne ich nicht. Ursprünglich ganz rot ist der Bau nach gescheiterten gastronomischen Nutzungen Street-Art-Künstlern unter die Spraydose geraten. Ein Bauwerk wie eine Weltraumfähre aus Kubricks 2001. Das Mutterschiff ICC, von Schüler Witte zur selben Zeit entworfen, schwebt ebenfalls ohne Nutzung am Messedamm. Fußgänger sind hier nicht vorgesehen. Die sollten das Messegelände und das ICC im Untergrund erreichen. Der Fahrstuhl? Nee, der geht nicht. Auch hier dasselbe traurige Bild wie im U-Bahnhof Schlossstraße. An Messetagen sind es Zehntausende, die diese Passage benutzen. Wenn keine Messe ist und nachts, bevölkern Obdachlose die Passage. Die Toiletten hier unten sind seit langem geschlossen. Und so stinkt es hier unten. Die Politik arbeitet an Konzepten zur Nutzung der Passage. Derweil macht ein Leierkastenmann Musik aus dem Kaiserreich. Dabei handelt es sich um einen gefragten Ort der Filmindustrie zur Darstellung von utopischen, manchmal angsteinflößenden Situationen, wie zum Beispiel in Bourne-Verschwörung, Captain America, Atomic Blonde und hier die Tribute von Panem. Ich meine, auch das hier braucht Denkmalschutz. Es ist ein Bauwerk meiner Zeit. Orange steht für Lebensfreude. Dieselben fließen im U-Bahnhof Schlossstraße in Grün. Grün ist Hoffnung.